Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Wiel. Wir sind hier für das große Achtelfinalduell zwischen dem FC Wiel 1900 und Servette FC Chinois Féminin, dem Leader der Women's Super League. Wiel ist Aufsteiger aus der ersten Liga und jetzt schon fast die Sensationsmannschaft in der Nationalliga B, wäre da nicht das kleine Sion, das kurzzeitig noch die Liga anführte. Während beide Teams einlaufen, kurz die Aufstellung der beiden Mannschaften. Servette spielt heute mit Laura Droh im Tor, dann Monika Mendisch, Laura Felber, Natalia Spalti, Agatha Philippe in der Abwehr, Elodie Nakash mit Paula Serrano und Sandrine Moron in der Mitte und dann Imen Saoud, Maria Cassandra Korhonen im Sturm zusammen mit Daina Burma. Die Heimmannschaft heute auf der Bank für Servette sehen wir. Laura Tufo mit der Nummer 2, Ines Spreider, die eigentliche Nummer 1 mit der 12, hockt auf der Bank. Katalin Stahl mit der Nummer 18, Natalia Padilla, Bidas, sitzt auf der Bank zusammen mit Alice Berti, mit Maeva Clemaron und mit Thais Hurni. Captain ist Monika Mendisch. Trainer ist Meistertrainer Erik Severak. Heute für die Frauen aus Wiel spielt mit der Nummer 2 Andrea Nick, mit der Nummer 4 Gaia Di Gaetano, mit der Nummer 7 Lina Wittmer, mit der Nummer 9 Sarah Kaufmann, die jetzt gerade beim Münzwurf war, mit der Nummer 13 Jasmin Frick, die Nummer 14, sie gehört Barbara Bösch. Die Nummer 16 gehört einem alten Bekannten, Alana Nicole O'Neill, ehemaliges Lugano und Benfica-Profi. Jetzt also für Wiel im Einsatz Alana O'Neill. Mit der 19 spielt Nadine Scherer, die Nummer 20, sie gehört Elli Graf, dem Star dieses Teams. Zusammen mit der Nummer 22 Marina Sprecher, der wohl meist medaillierten Spielerin, hat als Physio Therapeutin der FC Zürich Frauen mehrere Titel gewonnen im Schweizer Frauenfußball. Mit der Nummer 24 dann Fabian Lemmler, das ist die Frau der Stunde, die am meisten Tore trifft für Wiel. Auf der Bank sehen wir heute mit der Nummer 3 Selina Steinemann, mit der Nummer 5 Sarah Böhi, die Nummer 12, sie gehört Viktoria Gerner, mit der Nummer 15 Corinna Hollenstein, 21 Stefanie Buschta, 25 Carla Martin und mit der 27 Marcia Bischofberger. Trainer ist wie immer Florian Hollenstein zusammen mit Evandro De Vezza. Marina Sprecher ist Konditionstrainerin und Tatjana Cataldo sorgt sich für die Torhüterinnen. Ja, was kann man erwarten? Wiel gilt als Romanskiller. Sie haben Women's Superligist Yverdon hier aus dem Sportpark, Lidl Sportpark Bergholz, mit 5:0 verabschiedet. Ein Team, das frisch aus der ersten Liga aufstieg. Das ist nicht selbstverständlich, aber das zeigt davon, wie gut das Team von Florian Hollenstein in Form ist im Moment. Ein sehr, sehr starkes Ensemble, das man hier am Vorort von St. Gallen findet. Dort, wo Toni Brunner seine Machenschaften zieht. Wiel St. Gallen. Bekannt für die vielen, vielen Witze, die man bei Jacobo Müller über Wiel herzog. Deshalb auch für ehemalige Comedy-Fans im Schweizer Fernsehen jetzt ein interessantes Spiel. Ich sage ehemalig, weil das heutige Comedy-Programm des Schweizer Fernsehens zum Jammern ist, zum Weinen, sehr, sehr schlecht. Wiel heute in seiner kategorischen Dreierkette, aber mit 9 Frauen rund um Kaufmann herum. Carla Martin wäre sicherlich eine gute Wahl gewesen, die routinierte Frau. Sehr jung, aber routiniert, kommt aus dem St. Galler Nachwuchs. Gegen Servette wäre vielleicht die Topspielerinnen nicht falsch gewesen, aber ich verstehe natürlich, dass Kollege Hollenstein auch vielen Spielerinnen mal wieder eine Chance geben muss.
die vielleicht nicht so oft zum Einsatz kamen. St. Gallen hat im anderen Ostschweizer Duell gegen den FC Stade mit 7:0 gewonnen. Also da die Scheidung nicht sehr freundschaftlich verlaufen zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Stade. Nicht mehr zusammen und St. Gallen fertigt sie in der ersten Saison gleich ab mit 7:0. Das ist Laura Felber, die ihr zweites Länderspiel gespielt hat am Freitag gegen Dänemark. Sie also im Team von Nils Nielsen. Paula Serrano kommt aus einem Kreuzbandriss, spielte das ominöse Playoff-Finale. Das ist Elodina Kasch eigentlich in der Mitte zu finden, lässt sich aber fallen, damit Monika Mendes, die Portugiesin und Captain, jetzt am Ball viel Platz hat, um aufzurücken. Paula Serrano. Wenn wir Erik Severak kennen, und das tun wir, dann wissen wir, dass er möglichst schnell dieses Spiel entscheiden will. Aber das gelingt nicht immer, wie auch schon vor 2-3 Wochen in Luzern, als wir mit Severak sprechen durften. Da war es sehr, sehr schwierig für die Servetienne, da schnell die Entscheidung herbeizubringen. Kaufmann. Und das ist Marina Sprecher. Wie gesagt, auf dem Platz wahrscheinlich niemand, der so viele Titel hat wie Marina Sprecher. Höchstens vielleicht Sondrine Moron. Beide haben den FC Zürich zur gleichen Zeit verlassen. Sprecher natürlich als Funktionärin all die Titel geholt beim FC Zürich. Moron als Spielerin. Und das ist Cassandra Korhonen, kommt von Juventus Turin, ist frisch in der Liga, hat 3 Tore erzielt bislang. Natalia Spalti, Elodina Kasch, Captain der marokkanischen Nationalmannschaft, Sensationsmannschaft am ersten Afrika-Cup der Frauen im Sommer und wird nächsten Sommer dann in Australien an der WM für Marokko auflaufen, noch da als Captain. Elodina Kasch, 27-jährig. Und das ist Agatha Felipe, die Portugiesin, die frisch wieder in der Nationalmannschaft Portugals fungiert, nach ihren starken Leistungen hier für Servette in der Schweiz. Die letzte Saison in Glasgow, alles andere als optimal für Agatha Felipe. Jetzt aber in Genf ist sie angekommen und bringt konstant sehr, sehr gute Leistungen. Ich danke den vielen Zuschauern, die schon hier sind. Ich hoffe, es kommen noch ein paar mehr. Wir haben immer noch einen Zuschauerrekord zu brechen. Servette gegen die Grasshoppers, 455 Zuschauer gleichzeitig. Nicht mal die Champions League, als wir in der WeFox Arena Zürich gegen Sarajevo zeigten. Champions League der Frauen hat es geschafft. Da kamen wir auf 454 gleichzeitige Zuschauer. Also eine Chance hier für Wiel und Servette, das besser zu machen. Oh. Erste Chance, Moron alleine, Moron, Tor! Fehler von Marina Sprecher und dann ist sie nirgendwo aufzufinden. Korhonen legt zurück und Moron kann ins leere Tor schießen. Sie schießt sogar noch dahin, wo Sprecher ist, aber es ist das 1:0, Sondrine Moron, Schweizer Nationalspielerin, trifft also für Servette. Sondrine Moron kommt aus Frankfurt, hat nach 2 Saisons aufgegeben in Deutschland, hat entschieden, sie kommt zurück in die Schweiz, spielt jetzt für Servette. Sondrine Moron und trifft also hier zum 1:0 für Servette in diesem Cup-Duell.
Moron ist natürlich den meisten ein Begriff aus ihrer Zeit in Zürich. Vorher war sie noch bei Yverdon Sport und hat da für Furore gesorgt. Sandrine Moron, 19.12.1996, also eine junge Frau, 25 erst. Zwei Saisons in Deutschland, zwei erfolgreiche Saisons. Moron hat viel gespielt, hätte vielleicht mehr spielen dürfen oder können, aber es war gut, hat gute Leistungen erzielt. In Deutschland hatte sie gute Bewertungen, entschied sich trotzdem, in die Schweiz zurückzukommen. Sandrine Moron. Monika Mendisch, aber gut geklärt von Nick Bösch gegen Korhonen. Korhonen bringt die Flanke und gerade noch geklärt von Kaufmann. Aber die Wielerinnen müssen dringend zu diesem Ball. Monika Mendisch wirft ein. Nakash spielt mit Felber. Das ist Natalia Spalti. Agata Philippe. Daina Burma. Burma, schönes Dribbling. Bringt die Flanke an den zweiten Pfosten. Aber da lauert heute eben nicht Natalia Padillas, die beste Torschützin der Servetien. Die spanisch-polnische Doppelbürgerin wird heute geschont. Hat auch zwei Spiele für Polen absolviert in dieser Länderspielpause. Nicht vergessen, die ist erst am Mittwoch vorbei gewesen, die Länderspielpause. Deshalb also heute Padilla noch nicht in der Startaufstellung. Und auch natürlich, weil, vergessen wir nicht, wir reden hier vom Aufsteiger. Burma hat etwas Platz, spielt durch für Korhonen. Aber sehr gut geklärt von der Frau mit der Nummer 14, von Barbara Bösch. Barbara Bösch, an ihr war es noch nie gelegen, wenn Wiel mal Punkte liegen lässt. Sie spielt super. Oh, sie probiert es direkt. Der Rückzieher von Monika Mendisch. Aber kein Problem für Marina Sprecher. Sprecher, die jetzt natürlich etwas Selbstvertrauen tanken muss. Felber mit dem Foul an Alana O'Neill. Sie natürlich. Vom Standing her der Star in diesem Team, Champions League gespielt für Lugano, für Benfica. Aber der eigentliche Star, das ist die Frau mit der Nummer 20, das ist Ellie Graf, die mit Abstand beste Fußballerin im Kader Wiels, hier am Ball. Graf ausgebildet beim FC Zürich, sehr schön gespielt, Di Gaetano bringt die Flanke und abseits. Und abseits ist das, was ihr hört, das, was ihr seht. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, hier auf YouTube, aber auch auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf Soundcloud und auf Spotify. Wir sind das Zuhause des Schweizer Frauenfußballs und sind für euch da mit Analysen, mit Livestreams, mit Live-Spielen, mit unserem Podcast und allen Resultaten, vor allem auf Instagram, aber auch auf Twitter, auf Facebook, auf Soundcloud und auf Spotify und hier unsere Hochburg auf YouTube. Und da ist sie, Marina Sprecher. Andi, du musst mir hier auf die Sprünge helfen. Wer ist LW7? Das ist Lina Wittmer, also Lina Wittmer mit der Nummer 7. Die Cristiano Ronaldo-Fication der Fußballerinnen und Fußballer. Fehlpass, aber da macht Kaufmann alles wieder gut. Dann aber Fehlpass nochmal und das war jetzt Nick. Und die Chance, und nein, Serrano setzt ihn neben das Tor. Oi, Fehlpass von Nick,
Serrano stand, glaube ich, im Abseits. Dachte sie auch, dann probiert sich's aber, setzt den Ball neben das Tor. Ja, Paula Serrano hat schon ein Double gewonnen mit Neunkirch. Aber da war sie auch nicht für die Tore zuständig. Paula Serrano eher die Vorbereiterin, eher die Aufräumerin, nicht die Torschützin. Und das hat man jetzt sehr gut gesehen. Serrano setzt den Ball neben das Tor. Gut gemacht von Graf. Graf versucht, das Spiel schnell zu machen, aber findet nur die Füße von Laura Felber. Mendes, Nakash und Natalia Spalti. Adaptierte Innenverteidigerin, eigentlich ist sie Außenverteidigerin gelernt. Auch sie kommt von Yverdon. Und es geht schnell mit Agatha Philippe, der Ball in den Sturm. Und dann schon wieder kein Tor. Schon wieder ist es Paula Serrano. Ja, Agatha Philippe spielt sehr vertikal, stark das Zuspiel. Unglaublich, dass Serrano so frei da zum Ball kommt, hat einen schlechten ersten Touch. Aber trotzdem müsste sie den im Tor von Marina Sprecher versenken. Zweite hochprozentige Chance, hundertprozentige Chance, die Paula Serrano heute auslässt. Wieder Druck von Servette, wieder können sich Will nicht lösen. Aber jetzt mit Deli Graf. Graf zu Di Gaetano. Di Gaetano im Duell mit Mendes bekommt den Freistoß. Monika Mendes, das ist sie sich nicht gewohnt, dass sie gegen eine junge Spielerin verliert. Di Gaetano 2002 zur Welt gekommen, Monika Mendes 1993. Nick bringt den Ball gut am zweiten Pfosten. Bösch, die Flanke, sie bleibt hängen. Und dann wird von Philippe geklärt. Aber Chance für Wiel, jetzt weiter vorne etwas zu reißen. Der Einwurf. Schnell ausgeführt, weit ausgeführt. Und es gibt, nein, leider kein Eckball. Es gibt Abstoß. Laura Drodi heute, Kollegin. Ines Breider ersetzt. Laura Droh, eine junge Schweizerin, auch sie kommt von Yverdon, war dann eine halbe Saison in Basel, dann im ersten Corona-Jahr für 3 oder 4 Spieltage in Frankreich und dann entschied sie sich, zu Servette zurückzukommen. In der zweiten französischen Liga, da gibt es nicht viel zu holen. Ja, Laura Droh zusammen mit 2, 3 anderen Spielerinnen mit der Idee, in die zweite französische Liga zu gehen. Das würde ich nie empfehlen. Zweite Ligen sind nie vorteilhaft für eine Spielerin. Da gehst du unter. Hat Droh dann auch relativ schnell gemerkt. Und doch hat sie so ein halbes Jahr eigentlich nicht vergeudet, weil es war ja das Corona-Jahr, aber trotzdem. Hätte sie mehr draus machen können. Zweite Ligen, seien es die spanische, die Bundesliga, auch die englische oder die französische Serie B in Italien, würde ich einfach nicht empfehlen. Da hast du keine Visibilität, da dringt auch keine Information durch, ob du gut spielst oder du schlecht spielst. Da bleibst du eigentlich lieber in der Schweiz. Bösch steckt durch. Lemmler dreht sich gut weg von der Gegenspielerin. Foul. Ja.
Schnell gemacht. Bösch geht an die Grundlinie, aber es gibt Abstoß. Laura Felber. Monika Mendes, der Druck, der muss kommen. Wittmer muss jetzt Druck aufbauen auf Droh. Macht sie auch. Moron. Saoud, Imen Saoud. Saoud steckt durch, aber abseits. Die Abseitsfalle, sie funktioniert. Imen Saoud läuft ins Abseits. Beziehungsweise spielt da den Pass auf Serrano, die ihr abseits stand. Mutig vom Nationalliga B-Team so hoch zu stehen, Abseitsfalle zu spielen. Aber bislang funktioniert's. O'Neill kommt weit zurück, um hier den Ball zu holen. Kaufmann entscheidet sich anders und Mendes klärt zum Einwurf. Schnell gemacht. Saoud klärt. Kaufmann. Nick. Kaufmann. Eli Graf. Und der Ball ist durch für Cassandra Korhonen. Aber kein Problem, denn da war Nadine Scherer schnell mit von der Partie. Und Korhonen hat schnell dann aufgegeben. Mende straucht in den Zwischenräumen auf. Monika Mende genießt hier auf der rechten Seite sehr viel Freiheit. Sie, die eigentlich die beste Innenverteidigerin des Teams wäre, aber sie spielt lieber Außenverteidigerin. Und in der Schweizer Liga leider reicht es ihr sogar dafür. Nicht, dass sie keine gute Spielerin wäre, aber ich sage jetzt mal, in höher dotierten Ligen könnte Monika Mendes nicht mehr Außenverteidigerin spielen. Für das wäre sie vielleicht ein Tick zu langsam. Flanke kommt, Saoud steigt hoch und spricht ja gerade noch mit der Faust. Imen Saoud kann hochsteigen. Sollte nicht so sein. Die Flanke, sie kommt. Und Saoud steigt hoch am zweiten Pfosten. Aber Sprecher faustet weg, ehe Serrano dann noch die Stirn mit ins Spiel halten konnte. Mendes klärt weit vorne. Schön die Tiefe von Di Gaetano und Wittmer gesucht. Mendes ist aber schneller, spielt zurück zu Droh. Wittmer geht durch, Spalte unter Druck. Aber nichts geschehen. Bösch versucht den Ball noch zurückzuholen, aber keine Chance. O'Neill läuft durch. Shalana O'Neill, US-Amerikanerin, kam für einen Austausch nach Lugano, spielte da 3 Saisons. Dann dieses ominöse Gesetz, der Fall Lugano. Ihr kennt das hin- und auswendig. Man hat alle Legionärinnen von Lugano weggeschickt. O'Neill war eine davon. Spielte dann im Winter für Benfica. Dann ging sie nochmal nach Deutschland, soweit ich weiß. Mittlerweile dann kam sie zurück zum FC Zürich. Da harmoniert es wohl nicht zwischen ihr und Inka Grings. Also einfach so, an der Meisterfeier und an der Pokalfeier war Alana O'Neill nicht mit auf dem Podest. Obschon sie eigentlich
genug Minuten hatte, um eine Gewinnermedaille zu bekommen. O'Neill ist dann zu Wiel gekommen, wo sie eigentlich wohnt, wo sie ihr Heimlager hat, Alana O'Neill. Ihr Ehemann ist mit dem FC Wiel verbandelt. Agatha Philippa steckt durch für Korhonen, aber Wiel kann den Ball holen. Doch Moron setzt nach. Moron probiert es in die Tiefe für Korhonen. Korhonen an der Grundlinie. Korhonen! Und gerade noch geklärt. Aber zweite Chance, dritte hochprozentige Chance für Paula Serrano. Und wieder trifft sie nicht, diesmal aber die Latte. Also Serrano kommt dem Tor näher. Paula Serrano! Uff! Der hätte gepasst. Fast. Sehr schön, wie sich da der Ball runterdreht mit diesem Topspin. Fast so stark wie der Topspin von Tsubasa Osora. Aber nur die Latte wurde berührt. Und bei Tsubasa wäre der Ball von der Latte zurückgeprallt und sie hätten ihn nochmal spielen können. Aber das hier ist das echte Leben und dann war der Ball draußen. Moron. Oh, mit der Flanke. Korhonen reagiert gut, legt ab. Und super Tackling von Scherer. Und jetzt die Chance mit Bösch. 3 gegen 3. Bösch legt ab, aber ungenau der Ball. Laura Droh wird unter Druck gesetzt. Gut gemacht. Elli Graf holt sich den Ball. Bösch muss zurückspielen zu Scherer. Nadine Scherer. Und das ist Kaufmann und Sprecher. Und meine Damen und Herren, wenn Sie zu denen gehören, die die WM in Katar boykottieren wollen, keine Angst, wir zeigen jedes Wochenende mindestens ein Fußballspiel. Also können Sie gerne Frauenfußball auf Abseits schauen, auf YouTube. Bei mir macht das Ganze eh mehr Spaß als bei den Kollegen, seien wir ehrlich. Und deshalb Frauenfußball bis zum 10. Dezember live auf Abseits. Müsst ihr nicht unbedingt die Weltmeisterschaft in Katar schauen. Aber keine Angst, wir verurteilen euch auch nicht, wenn ihr die Weltmeisterschaft schaut. Ne? Spiel mit dem Feuer im eigenen Strafraum. Fehlpass von Nick. Jetzt die Chance für Monika Mendes. Legt ab. Moron hat viel Platz. Da kommt eine Frau zu Hilfe. Ich glaube, es war Frick. Moron geht zu Boden. Und Schiedsrichter gibt Freistoß. Alana O'Neill soll Sondrin Moron da gefoult haben. Für mich sah das nicht nach Foul aus. Moron. Ah, komm jetzt. Es war eine leichte Berührung. Müsste man nicht einen so gefährlichen Freistoß geben. Und doch brennt es jetzt lichterloh. Nur 3 Frauen, das ist zu wenig, Frau Sprecher. Kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Mindestens eine mehr wäre nötig. Freistoß aus circa 26 Metern. Agatha Philippa! Aber zu hoch. Agatha Philippa. Schon wieder spielen sie mit dem Feuer. Wieder kann Monika Mendes erben. Mendes holt sich den Ball. Mendes geht an die Grundlinie und will den Eckball und bekommt ihn auch. Nein, sie hatten ihn im Spiel gut gemacht von Gaia Di Gaetano. Und dann bleibt sie hängen. Ja, die Haupttribüne hier in Wiel ist sehr gut gefüllt. Das gibt dann auch ein paar Ausrufe. Könnte also für Servette auch ein kleiner Druckmoment sein.
Agatha Filippa spielt mit Imen Saoud. Spalti. Und das ist Laura Droh. Gut gespielt. Nakash versucht das Ganze vertikal zu machen. Spielt durch zu Imen Saoud. Saoud traut sich nicht mit links und deshalb neuer Anlauf mit Nakash. Monika Mendes. Mendes mit Serrano. Aber Wiel ist kämpferisch, halten dagegen. Scheint aber trotzdem so, als hätten sie immer eine Frau weniger auf dem Platz. Unglaublich, wie gut Servette das hinbekommt, sich selber breit aufzustellen, die Breite und Tiefe des Platzes zu nutzen. Hier wieder Monika Mendes, die einen Underlap macht. Fast schon als Mittelfeldspielerin spielt. Ähnlich wie bei Manchester City, Jean Cancelo, ihr Landesgenosse, ihr Landesmann. Agatha Filippa, Korhonen. Nakash, Felber. Natalia Spalti. Gut gemacht von Agatha Filippa. Schön die Tiefe gesucht von Korhonen. Die kommt über Umwege sogar noch zum Ball. Cassandra Korhonen. Und jetzt der Ball bei Imen Saoud. Nein, bei Daina Burma. Burma bringt keine Flanke hin. Burma muss zurückarbeiten. Filippa. Korhonen. Oh, sehr schön rausgegraben von Fabian Lemmler. Lina Wittmer zusammen mit O'Neill, der Konter, O'Neill gegen Spalti, aber Spalti ist um einiges schneller. Ja, Lana O'Neill, auch in ihrer Zeit bei Benfica oder Lugano hat sie nicht mit Schnelligkeit geglänzt. Ballsicher, zweikampfstark, aber schnell war sie nicht. Sie legt sich den Ball etwas zu weit vor. Alana O'Neill. Felber, Droh, Laura Droh. Gut gemacht von Barbara Bösch. 3-gegen-3 Situation. Sie müssen doch mitlaufen. Warum lauft ihr nicht mit? Ellie Graf holt sich den Ball. Schön, Graf hat etwas Platz. Ah, schade. Doch sie bleiben im Ballbesitz und Bösch bringt die Flanke. Graf, aber Felber kann klären. Frick müsste nachsetzen. Gut rausgelaufen von Scherer. Schade, hat sie sich nicht getraut, den Ball zu behalten. Da war kein Grund, ihn wegzuschlagen. Sie hätte den Ball auch behalten können. Der Druck von Daina Burma war nicht so hoch. Hier Natalia Spalti. Und Laura Droh. Monika Mendes. Felber und Droh. Und da ist sie, Agatha Filippa. Bricht durch. Und schön gespielt. Aber wieder den Ball zurückgeholt von Natalia Spalti. Korhonen, meines Erachtens im Abseits, läuft durch Korhonen und Sprecher. Marina Sprecher klärt auf der Linie. Zweiter Anlauf, wieder Korhonen. Korhonen sucht eine Anspielstation. Korhonen läuft aus dem Strafraum raus.
Spielt mit Burma, aber die kann sich nicht drehen. Gut gemacht von Wiel. Ja, die Ansätze, sie sind da beim FC Wiel. Man sieht, das ist eine spielerisch starke Mannschaft, die Mut hat. Jetzt müssen sie nur noch die Details hinbekommen. Mal Cassandra Korhonen scheitert hier an Marina Sprecher. Korhonen spielt weit weg von ihrem Strafraum. Felber, Moron, Spalti, Burma sucht die Tiefe von Korhonen. Korhonen legt quer, fast wäre da Serrano zum Ball gekommen. Und dann Burma und irgendwie bekommt sie da die Fäuste noch hoch. Kollegin Sprecher, hier zunächst wie Nick klärt, dann der Fehler von Kaufmann. Saud probiert's, aber Sprecher bekommt die Fäuste hoch. Und so steht es weiterhin 1:0 für Servette. Das Tor, das erzielte Schweizer Nationalspielerin Sandrine Moron. Eckball. Ball an den ersten Pfosten und der Chance geklärt auf der Linie. Und dann im Nachpfosten und dann noch ein drittes. Uiuiui. Hier. Sprecher klärt, Nick, dann Saud, die Latte klärt und dann Korhonen und der Ball ist drüber. Uiuiuiui. Da hatte der FC Wiel aber viel Schwein. Ui, abseits. Aber nicht gepfiffen, weil sie nicht zum Ball kommt. Jetzt müsste Druck da sein. Elli Graf holt sich den Ball. Gut mit Frick zusammen gespielt und Freistoß. Sandrine Moron. Natalia Spalti. Monika Mendes spielt in die Tiefe. Aber Lemmler ist da. Nein, nicht Lemmler, Nick. Andrea Nick. 31-jährig. Monika Mendes. 29, Doublesiegerin mit Neunkirch. Imen Saud. Mit Basel nichts gewonnen, aber mit... Ah nein, das ist Daina Burma. Entschuldigung. Saud ist die andere. Eckball. Sogar das Licht geht an, wenn Burma die Hände hochzieht. Und der Sprecher klärt irgendwie. Uiuiui. Die Ecke kam sehr, sehr direkt gezogen. Eigentlich sollte sie an den zweiten Pfosten. Aber Marina Sprecher fäustet die da weg. Ehe da noch größeres Unheil passiert. Ecke kommt nochmals an denselben Ort und geklärt. Diesmal von Kaufmann. Captain Sarah Kaufmann. Wieder die gut gezogene Ecke, diesmal an den zweiten Pfosten, geklärt. Moron probiert es noch, aber sehr harmlos. Der Abschluss jetzt hier von Sandrine Moron. Sandrine Moron, die von Nils Nielsen nicht das Vertrauen erhielt, Sandy Mandli und Lia Velti zu ersetzen. Da sucht Nils Nielsen nach anderen Lösungen, unter anderem Geraldine Reuteler. Oh, schön der Ball in die Tiefe. Und da, jetzt die Flanke. Und das könnte sein, das ist es. Das ist der Ausgleich. Der Ausgleich.
Tiefe. Gut der Lauf hier von Lina Wittmer. LW7 und dann der Aufsetzer und Lammler mit Volley. Per Volley trifft zum 1:1. Wir haben wieder ein Spiel, meine Damen und Herren. 1:1 in Wiel. Deiner Burma. Und das ist das richtige Momentum. Jetzt nach Doppeln und Servette ist auf den Knien. Lemmler per Volley. Es steht 1:1. Mendisch. Geklärt von Graf. Und gut von Philippa, der Abschluss, aber Sprecher hat alles im Griff. Der Ball ist draußen. Uiuiui, sie spielen wieder mit dem Feuer. Warum? Das ist nicht die Nationalliga B, da kannst du nicht hinten rumkügeln. Trotzdem geht es irgendwie noch gut. Serrano mit Mendisch. Mendisch sucht Korhonen, Korhonen leitet weiter und was für ein Treffer! Cassandra Korhonen auf Zuspiel von Sandrine Moron. Mendes Moron leitet per Kopf weiter und Cassandra Korhonen trifft. Servette geht also wieder in Führung. Schade, schade, schade. Es war ein tolles Tor, muss man sagen. Hier Mendes, die Tiefe sucht. Die Kopfballverlängerung von Moron und dann der Abschluss von Korhonen sehenswert. Und somit steht es 2:1. Schade. Hat nicht lange gedauert, der Spaß hier. Cassandra Korhonen mit dem 2:1. Für Servette. Kommt Wiel noch vor der Pause zurück? Felber, Handspiel, ne? Was? Mendisch. Mendisch arbeitet zurück. Felber. Spalti. Schön gesehen von Philippe, aber dann sehr, sehr schlecht ausgeführt der Ball. Sie sah da viel Platz für Imen Saoud, denn Daina Burma spielt jetzt über rechts. Saoud über links, wahrscheinlich auch effektiver. Wieder wird schnell die Vertikale gesucht, aber Sprecher ohne Probleme. Nakash, gut gemacht. Von Elli Graf. Schnell gespielt von Di Gaetano. Und Wittmer hat den Ball. Aber der Einwurf, der gehört Monika Mendisch. Felber. Jetzt müssen sie etwas Druck machen. Etwas höher stehen, die Wielerinnen. Servette unter Druck setzen. Ihnen zeigen, dass sie ein zweites Mal ausgleichen können. Wie jetzt mit diesem Ballgewinn. Schnell reagieren. Di Gaetano macht das schön.
Legt ab für Kaufmann, Kaufmann. Einfach mal nach vorne. Aber geklärt von Laura Felber. Paula Serrano sucht Korhonen. Korhonen ist im Strafraum. Cassandra Korhonen! Korhonen ist durch und Eigentor. Nein! Auf der Linie geklärt! Nein, er gibt Tor! Er gibt Tor! Schade, schade, schade. Ich glaube, Korhonen stand im Abseits. Das gibt er nicht. Korhonen dann mit dem Haken. Und dann klärt sie ins eigene Tor. Nadine Scherer mit dem Eigentor. Schade, schade, schade. Hier, Scherer macht es eigentlich richtig, dann will sie klären und trifft den Pfosten und das eigene Tor. Eigentor für Servette. Hier die Entstehung. Serrano. Nein, Korhonen steht nicht im Abseits. Sieht man. Und dann Haken von Korhonen hier im entscheidenden Moment. Sprecher geht zu früh zu Boden und dann Pech für Nadine Scherer. Und so steht es 3:1 zur Pause für Servette. Schade, schade, schade. Klar zu hoch. Mendes zu Burma. Daina Burma. Felber, Druck von O'Neill. Die Gaetano wird zurückgepfiffen. Schön eingeworfen. O'Neill holt sich den Ball. O'Neill, gut mit dem Haken. O'Neill, die Flanke. Und da ist leider niemand. Schade. Am zweiten Pfosten fehlte da eine Wielerin. Konter mit die Mensaoud. Gut zurückgeholt von Bösch und Scherer. Bösch macht Druck. Saoud mit dem Ball. Noch 90 Sekunden reguläre Spielzeit. Schafft Wiel hier noch den Anschlusstreffer vor der Pause. Vergönnt wäre er es ihnen. Auch wenn Servette natürlich ein Chancenplus hatte. Der Einwurf schnell, aber geklärt von Spalti. Bösch. Gut gemacht. Serrano holt sich den Ball, spielt mit Monika Mendes. Mendes, gut. Felber. Und da Nick. Ui, Nick mit dem Fehler. Gerade noch zurückgearbeitet von Scherer. Und die letzten 30 Sekunden der regulären Spielzeit. Gut gemacht von Agatha Philippe. Laura Felber. Servette will sich in die Pause schleichen. Mendes. Droh. Reguläre Spielzeit ist um. Gut gemacht von Bösch. Steckt durch für Widmer. Ist Widmer. Widmer ist schneller als Felber. Widmer! Zu spitz der Winkel. Da hätte sie etwas warten müssen. Schade. Gut nachgesetzt von Barbara Bösch. Und Widmer gewinnt das Laufduell gegen Nationalspielerin Felber. Aber dann der Winkel viel zu spitz. Mendes klatscht schon, um die Bälle zu bekommen. Jetzt kommt er von Felber. Mendes spielt direkt, aber geklärt, doch nur bis zu Burma. Serrano, Moron, Serrano, Di Gaetano.
Eine tiefere Analyse des Kaders von Servette findet ihr übrigens im zweiten Teil unseres Podcasts Nummer 99 auf YouTube. Sehr interessant, könnt ihr per Kapitel draufklicken und mal hören, was denn bei Servette alles los ist in diesem Kader. Die Gaetano mit einem Krampf. Und wir gehen in die Pause. Pause hier im Lidl Sportpark Bergholz. Die Sensation, sie war nahe mit dem 1:1 durch Fabian Lemmler, doch dann doppelte Servette nach mit Cassandra Korhonen und mit dem Eigentor von Nadine Scherer. Es steht 3:1. Sandrine Moron hatte die Führung erzielt. Wir gehen kurz in die Pause und sind gleich zurück.
Wir sind zurück hier in Wiel. Der Servet FC wechselt ein erstes Mal. Alice Berti kommt für Imen Saoud. Saoud geht also zur Pause raus. Die Italienerin Alice Berti kommt jüngst bei der U23 Italiens im Einsatz. Alice Berti. Berti kommt für Imen Saoud. Nochmals hier Alice Berti, die Italienerin, ersetzt die Imen Saoud, die Franco-Marokkanerin, marokkanische Nationalspielerin, Imen Saoud. Und alles ist bereit. Es geht los in der zweiten Halbzeit mit Elodie Nakash. Und Serrano, der Ball rutscht durch. Chance für Korhonen, die steckt durch. Und gerade noch ist Scherer dazwischen. Und kann Burma am Abschluss hindern. Mendes mit der Flanke, aber geklärt wieder von Nadine Scheren. Scherer. Nadine Scherer, Unglücksrabe vorhin mit dem Eigentor zum 3:1. Jetzt schön der Ball nach vorne. Lemmler gegen Spalti und Philippe. Und Philippe ist schneller. Droh. Da ist sie, Paola Serrano, die Frau mit den vielen Chancen. 300%ige Chancen hat Paola Serrano heute ausgelassen. Laura Droh kommt nicht viel zum Einsatz, darf in den ersten Cup-Runden Ines Spreira ersetzen, aber ich denke, das wird dann schnell mal wieder in die andere Richtung kippen, sobald wir auf einen Superligisten treffen, könnte ich mir vorstellen, dass Breda dann wieder im Tor steht. So war es ja auch letzte Saison im Halbfinale gegen GC live bei uns auf Abseits. Letztes Jahr das Halbfinale GC gegen Servet mit Ines Breda im Tor und dem Elfmeterschießen. Servet ja zweimal im Elfmeterschießen, einmal da, dreimal im Elfmeterschießen. Einmal da, dann gegen Basel im Halbfinale der Playoffs und dann im Playoff-Finale gegen Zürich nochmal. Servette also 2 von 3 Elfmeterschießen letzte Saison gewonnen. Diese Saison will das Team von Erik Severac natürlich Elfmeter verhindern und umgehen. Druck von Burma, aber irgendwie kann sich Servet da noch lösen. Und das ist Natalia Spalti. Zusammen mit Monika Mendes. Mendes steckt durch, sucht die Tiefe von Berti. Und da ist Elli Graf noch dazwischen. Alice Berti hat da den Turbo gezündet. Und jetzt Frick mit der Hail Mary nach vorne. Aber Di Gaetano ist schnell. Di Gaetano ist sehr schnell. Di Gaetano bringt die Flanke. Und da ist Spalti dazwischen. Uiuiui. Plötzlich so schnell können sie kontern, die Wielerinnen. Aber Natalia Spalti dazwischen. Und Laura Droh stürzt sich auf den Ball.
Kaufmann steht hoch. Graf, Feli Graf verliert das Duell gegen Sandrine Moran. Moran wollte gleich das Spiel schnell machen, aber da war schon wieder eine Wielerin dazwischen. Wiel schlägt sich nicht schlecht, muss man wirklich sagen. Das 3:1 wahrscheinlich den Chancen angemessen gerecht, aber dem Spielanteil bin ich sicher. Wiel macht das eigentlich clever. Als Aufsteiger in die Nationalliga B. Bösch gegen Agatha Philippe und Philippe holt sich den Ball. Nein, das wäre doch ein Wurf für Wiel gewesen. Schade, schade, schade. Schnell gespielt. Philippe. Spalti. Zu Felber. Wittmer macht Druck, aber Felber ist vorbei. O'Neill holt sich den Ball. Foul von Felber. Dann auch gepfiffen. Das könnte die erste gelbe Karte sein. Ist es aber nicht. Schade, schade, schade. Gut und schnell gespielt. Und Bösch, zu überhastet von Barbara Bösch. Da hätte sie eine Sekunde länger warten können, bis die Mitspielerinnen in Position sind. Da ist auch wieder Kommunikation gefragt zwischen den Spielerinnen. Ein Problem im Frauenfußball, man redet zu wenig miteinander. Auf dem Platz und neben dem Platz redet man dann zu viel miteinander. Das ist ein großes Problem im Frauenfußball. Kaufmann klärt. Schön gemacht und geklärt von Kaufmann. Bösch. Lämmler, Bösch. Sehr vertikal gespielt von Bösch. Und Felber hat alles im Griff. Zu Droh, da muss sie durchlaufen, Wittmer. Mendisch gegen O'Neill. Aber Nakash holt sich den Ball. Und Nakash lanciert. Korhonen, Korhonen nicht im Abseits. Korhonen vorbei. Korhonen! 4:1! Cassandra Korhonen trifft zum 4:1. Cassandra Korhonen, die Frau aus Schweden, die von Juventus Turin nach Genf kam. Cassandra Korhonen. Hier der lange Ball. Korhonen stand nicht im Abseits. Serrano wäre aber im Abseits gestanden. Und Korhonen trifft. Cassandra Korhonen. Während sie einen ersten Wechsel vorbereiten, die Heimmannschaft, Di Gaetano, geht vom Platz. Und es kommt die Frau mit der Nummer 15. Es kommt Hohlenstein. Cassandra Korhonen trifft also. Und wir haben Hohlenstein. Kommt für Gaia Di Gaetano, während Servette das 4:1 feiert. War es schon an der Zeit, Di Gaetano rauszunehmen? Ich hoffe nicht. Mit ihrem Speed könnte sie was machen, was ausrichten. Aber wenn sie natürlich physisch vielleicht nicht konnte, naja. Ich hätte nicht so reagiert, aber Flo Hohlenstein kennt sein Team besser als ich. 1:4. Cassandra Korhonen, also zweimal erfolgreich. Und das ist Sandrine Moran. Moran zu Agatha Philippe. Philippe für Burma. Burma läuft gut in den Zwischenraum. Burma, Burma geht an die Grundlinie. Burma mit dem Haken. Burma aber verliert das Duell. Moran. Nakash. Elodie Nakash spielt mit Laura Felber. Felber zurück zu Nakash. Nakash, Agatha Philippe. Philippe, oi, wird von Lämmler ausgetrickst. Und nochmals. Und jetzt Frick. Doppelpass mit Lämmler, aber zu steil. Und wieder hätte man Frick hier sagen müssen, dass sie Zeit hätte. Kommunikation, das ist der Schlüssel. Wenn du Jasmin Frick sagst, dass sie Zeit hat, kann sie ein paar Meter mit dem Ball laufen und dann läuft alles viel besser.
Wieder wird die Tiefe gesucht. Barbara Bösch gerade noch mit dem Kopf dazwischen. Denn Cassandra Korhonen lauerte. Erik Severak hat die Abseitsfalle durchschaut. Jetzt läuft sein Team praktisch nicht mehr in die hinein. Und Spalti zu Berti. Graf macht das schön. Graf wird gefault von Moron, aber bleibt stehen. Frick sucht die Tiefe von Bösch, aber zu steil. Auch dieser Ball. Jasmin Frick meint es fast schon zu gut mit den Mitspielerinnen. Spalti mit Droh, Laura Droh und Felber. Gut dazwischen gegangen. Die Chance für Wiel, sich aufzubauen mit O'Neill, aber dann Nakash, die kompromisslos klärt. Nakash gegen drei, Nakash dreht sich weg. Alice Berti. Berti führt den Ball, verliert ihn aber. Und dann faul gepfiffen vom Schiedsrichter. Hollenstein hatte den Zweikampf meines Erachtens sauber gewonnen, aber ich konnte es von hier aus nicht perfekt sehen. Sandrine Moron also mit dem 1:0. Dann hat Fabienne Lemmler das 1:1 erzielt. Es folgte Cassandra Korhonen mit dem 2:1. Dann das 3:1 Eigentor von Nadine Scherer. Dann folgte das 4:1 schon in dieser Halbzeit wieder durch Cassandra Korhonen. Gut gesehen, dass da Wittmer Platz hatte. Wittmer. O'Neill wäre frei. Wittmer sucht die Tiefe mit Lemmler. Aber Lemmler lässt sich da den Ball abknüpfen. Und Hollenstein haut ihn mal in die Ränge. Basel hat gegen Zürich verloren, 1:4. Das Resultat also in Basel. Die Resultate bislang also. 0:2 hat Aarau gewonnen gegen Nörlikon. St. Gallen gewinnt 7:0 gegen den FC Start. Die Leute sind sauer auf den Schiedsrichter. Erlinsbach verliert leider gegen Sion mit 1:6. Das heißt, auch der zweite Erstligist ist draußen. Dann sehen wir ein 1:4 Basel gegen Zürich. Also Zürich haut Basel aus dem Cup schon im Achtelfinale. Luzern gewinnt gegen Solothurn mit 6:0. Und GC führt im Moment 2:0 gegen Rapperswil. Hier steht es 1:4. Sandrine Moron, Chance für Agatha Philippe und Sprecher. Moron sucht die Tiefe eigentlich von Korhonen. Philippe bekommt den Ball, hätte hier querlegen sollen. Wäre besser gewesen. Aber sie probiert es direkt. Agatha Philippe. Sandrine Moron, Elodie Nakash. Agatha Philippe, Alice Berti, Berti und geklärt. Wechsel, und zwar gleich doppelt, Clemaron und Padilla kommen. Maeva Clemaron, die Französin, Natalia Bidas Padilla, die Polakin. Es gehen Korhonen und Nakash. Doppeltorschützin Korhonen ist draußen. Elodie Nakash auch. Natalia Padilla, die bislang beste Torschützin der Genferinnen, kommt. Zusammen mit Maeva Clemaron. Ich bin gespannt, was das bedeutet.
Padilla eigentlich keine Mittelstürmerin, aber wahrscheinlich gegen den FC Wiel wird man sich trauen, so zu spielen. Man sieht's, Padilla reiht sich da auf, wo Kollegin Korhonen war. Berti. Gut gespielt. Clemaron mit ihrem ersten Ball, mit ihrer ersten Ballberührung. Und hier Burma. Deiner Burma sucht Kolleginnen im Strafraum, findet aber niemand. Der Ball kommt wieder zu Burma. Felber. Schön gespielt von Padilla. Burma hat das nicht gelesen und deshalb kann Hollenstein klären. Eine Stunde gespielt hier im Sportpark Bergholz. Wiel hatte kurzzeitig mit dem Ausgleich die Menge zum Toben gebracht, aber mittlerweile doch die Kräfteverhältnisse auch im Scorerboard ziemlich klar zu sehen. 1:4 und wird es mehr? Nein, Barbara Bösch klärt. Moron. Agathe Philippe spielt mit Natalia Spalti. Spalti findet nur Hollenstein. Wittmer. Und Mendes, die klärt für Laura Droh. Droh zu Clemaron. Und das ist Felber. Schweizer Nationalspielerin Laura Felber hatte gegen Dänemark einen Einsatz. Hatte vorhin schon mal einen Einsatz gehabt. Ich glaube gegen Moldawien. Laura Felber konnte sich nach 2 Jahren eine Stammposition in der Innenverteidigung Servette erkämpfen. Nämlich weil Mendes in die Außenbahnen rutschte und Thais Hurni ihre Position dann nicht genug scharf beobachtete. Da kam plötzlich Felber zum Zug. Flanke und Bösch ist wieder sicher da. Frick verlängert und Handspiel von Monika Mendes, sagt der Schiedsrichter. Ich glaube, das ist nicht gut gesehen, aber es wird wieder gewechselt. Und zwar beim Heimteam. Es kommen 2 neue Spielerinnen. Es kommt die Frau mit der Nummer 12, Valeria Victoria Gerner. Und die Nummer 5. Nämlich Sarah Böhi. Gerner und Böhi kommen für die Fabrikantinnen des Tores für Wittmer und Lemmler. Lemmler war Torschützin gewesen auf Zuspiel von Wittmer. Und Padilla ist durch. Padilla. 5:1. Natalia Bidas Padilla. Spanisch-polakische Doppelbürgerin Natalia Padilla spielt bei Servette, ausgebildet in Sevilla. Spielt für die polnische Nationalmannschaft. Natalia Bidas Padilla. Der Ball in die Tiefe. Padilla läuft schön in die Schnittstelle. Umgeht die Abseitsfalle und dann allein ist sie eiskalt. Steckt den Ball wunderschön an Torhüterin Sprecher vorbei. Es steht 5:1. O'Neill, und da ist sie. Und jetzt, und wieder geklärt. Eieiei. Chance hier, O'Neill, Droh kann klären. Und dann steckt sie durch. Böhi und Gerner wird aber von Mendes aufgehalten. Also eine gute Chance hier für den zweiten Treffer. Für Wiel hier
die Chance, aber Monika Mendes hat aufgepasst. Eckball für das Heimteam. Ecke kommt an den ersten Pfosten, aber zu sehr nach innen gezogen. Ball war schon draußen. Schade. Natalia Padilla trifft also auch jetzt hier zum 5:1. Nachdem Korhonen zweimal traf, nachdem Nadine Scherer ins eigene Tor traf und nachdem Moron traf, Fabian Lemmler hatte kurzzeitig für Wiel die Hoffnung hergestellt. Burma wird aufgehalten, aber nur bis zu Padilla. Und dann ist Sprecher dazwischen. Serrano, Paula Serrano spielt mit Burma. Moron spielt zurück. Das ist Spalti, Felba, Clemaron. Clemaron tänzelt, Felba bügelt aus. Und dann wird die Tiefe von Burma gesucht. Scherer wehrt ab und Serrano probiert es direkt. Ohne Probleme für Sprecher im Tor des Heimteams. Bösch steckt durch. Chance für Gerner. Gerner ist durch. Gerner bringt die Flanke. Abschluss. Und Laura Droh. Schade. Da hätte mehr dabei rausschauen können. Gerner läuft durch, hat viel Platz am rechten Flügel. Agatha Philippa nicht mal in der Nähe und dann am ersten Pfosten der Abschluss von Sarah Böhi, aber direkt in die Hände von Laura Droh. Frau mit der Nummer 17, Ersatztorhüterin bei Servette, die Nummer 1. Sie gehört Gabriela Coutura, aber Coutura spielt nicht. Die eigentliche Stammtorhüterin mit der Nummer 12, das ist Inês Pereira. Portugiesische Nationaltorhüterin, 2 der 3 EM-Spiele für Portugal absolviert im Sommer. Hier Padilla ist durch, braucht aber zu lange, um zu passen und dann kann Scherer klären. Aber Wiel jetzt nicht mehr so zielstrebig. Servette hat mehr Kontrolle über das Spiel. Schön gespielt. Und Freistoß wird gegeben für Paula Serrano. Serrano bekommt einen vielversprechenden Freistoß. Circa 25 Meter. Halb links, das könnte was für Agatha Philippe sein, die mit links flankt. Oder doch Sondrine Moron, die es direkt probiert. Sprecher mit 3 Frauen in der Mauer. Philippe mit der Flanke oder Moron direkt? Moron mit der Flanke, aber ohne Gefahr für das Tor von Marina Sprecher. Und wieder wird gewechselt. Thais Huni und Laura Tufaut kommen ins Spiel. Sondrine Moron geht vom Platz. So wie auch Laura Felber. Felber und Moron gehen für Tufaut und Huni. Hurni und Tufaut, Moron und Felber sind draußen. Und auch Wiel wechselt, Carla Marti kommt, Martin, sowie
Sabrina Steinemann. Es gehen O'Neill und Nick. Nick und O'Neill sind draußen. Steinemann und Martin kommen rein. Ja, ein gutes Spiel von Alana O'Neill, aber nicht so gut wie auch schon. Die Frau mit Champions League-Erfahrung gegen Manchester City, 2 Spiele absolviert für den FC Lugano. Alana O'Neill, die Amerikanerin, auch bei Benfica in der Champions League engagiert. Laura Tufo spielt mit Monika Mendes. Es geht hier ab wie in einer Telenovela. Liebesgeständnisse neben dem Mikrofon. Sag's nochmal. Wer magst du immer noch? Ich glaube, er heißt Tim oder Thiel oder so. Eine junge FC Wiel-Fan-Frau ist also immer noch in diesen Thiel verliebt, wenn Thiel zuhört. Er hat die Chance immer noch bei seiner Ex-Freundin. Chance mit Serrano, Serrano! Paola Serrano, alle guten Dinge sind 5! Paola Serrano! Beim 5. Anlauf klappt es für die Doublesiegerin mit Neunkirch, für die Meisterin mit dem mit Servette. Paola Serrano trifft also zum 6:1 in ihrer 5. hochprozentigen Chance. Das war wahrscheinlich das schwerste Tor für Paola Serrano. Aber das macht sie dann mit Bravour, Serrano. Es steht 6:1 für Servette. Chance mit Berti an der Grundlinie und dann viel Druck auf Sprecher. Und irgendwie können sie klären mit Gerner. Und dann den langen Ball für die Nummer 5 für Böhi, Sarah Böhi. Aber der Ball zu steil. Clémaron. Einwurf für Servette. Berti. Tufo, schön gespielt von Agatha Philippa, aber dann war Wiel schnell gruppiert. Barbara Bösch, die beste Frau auf dem Platz heute. Clémaron. Uiuiui, Fehler von Elli Graf. Tufo. Tufo bleibt im Ballbesitz, über Umwegen. Burna und Padilla. Padilla! 7:1! Natalia Bidas Padilla trifft zum 7. Natalia Bidas Padilla, 4 Tore in der Liga, 2 heute. Natalia Padilla, die polnische Nationalspielerin,
ist on fire, aber viele, viele Geschenke hier in diesem Spielzug. Elli Graf mit dem Fehler in der Mitte und dann hier auch ein Fehler. Und dann Burma, die von mir wahrscheinlich aus dem Abseits kommt. Und dann Padilla ohne Probleme. Ohne Probleme. Padilla eiskalt, lässt Sprecher hier links liegen. Hier Burma stand eigentlich im Abseits, haben die Schiedsrichter nicht gesehen. Und dann Padilla mit dem 7:1. Natalia Padilla. Clemaron wird unter Druck gesetzt, aber Servette jetzt gnadenlos. Die zweite Garde, der zweite Anzug. All die eingewechselten Spielerinnen wollen sich beweisen. Wie Alice Berti. Berti ist auf und davon. Sucht Padilla. Padilla dreht sich nicht. Padilla jetzt, aber oh, Padilla bleibt im Ballbesitz. Und dann und nochmals Padilla und Sprecher. Und dann irgendwie der Rücken von Berti. Und es wird nicht gefährlich. Hätte vielleicht sogar Penalty geben dürfen. Aber ich flüstere das mal nur. Tifo, Burma, aber sie geht zu Boden. Die Frau mit der Nummer 3, Sarah Steinemann. Hier die Chance für Burma, super. Weggefaustet und Berti nimmt ihn dann mit dem Rücken. Eieiei. Und nochmals im Strafraum, viel Action! Oh! Da war irgendwo noch ein weißer Fuß dazwischen, glaube ich. Berti setzt sich durch an der Grundlinie, ist im Strafraum. Berti legt ab und Berti probiert es dann direkt. Ui! Der Winkel war sehr spitz, fast hätte aber Berti hier den Ball an den zweiten Pfosten befördert. Noch 15 Minuten zu spielen. Bösch und ein Wurf für das Heimteam. Clemaron. Burma sucht die Tiefe von Serrano, aber Sprecher hat den Ball. Berti tänzelt, aber wird von Scherer dann sofort auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Kopfball, Steinemann und der Ball ist weg. Natalia Spalti, Agatha Philippe, unverwüstbar, Daina Burma. Padilla, Burma,
Spalti und Bulma holen sich den Ball. Serrano. Serrano bekommt den Freistoß. Die letzten 11 Minuten regulär. Arena-Sprecher. Sie stand am Ursprung dieses 1:0, hat seither viele gute Paraden gemacht, aber da dieser Ausflug an die Eckfahne, der hat ihrem Team sehr, der stand, ist ihrem Team sehr teuer zu stehen gekommen. Alice Berti. Berti im Strafraum, legt ab für Serrano. Irgendwie Frick noch dazwischen. Gerner. Bösch schaut ihn mal weg. Und Laura Droh holt sich den Ball. Schön gespielt. Noch 10 Minuten. Zu spielen hier im Sportpark Bergholz. Abstoß für den FC Wiel. Laura Droh. Wiel traut sich nicht mehr, so Druck zu machen wie in den ersten 60 Minuten. Dabei jetzt ist es ja auch egal. 7:1, 8:1. Macht keinen Unterschied mehr. Laura Tufo. Paula Serrano. Monika Mendisch. Mendisch gegen Hollenstein. Mendisch. Gibt ab an Thais Hurni. Aber Missverständnis zwischen Hurni und Serrano. Abstoß für das Heimteam. Wiel hat sich gut geschlagen in der ersten Halbzeit vor allem. Sehr, sehr mutig insgesamt der Auftritt für die ersten 60 Minuten. Dann wurde Servet immer übermächtiger. Ich sage mal, ohne den frühen Treffer für Servet, ohne das Eigentor, hätten wir hier vielleicht eine leicht andere Partie gesehen. Aber Servet war immer prädestiniert, um dieses Spiel zu gewinnen. Denn sie sind natürlich auf allen Ebenen etwas besser. Vollprofimannschaft praktisch gegen dem Aufsteiger aus der ersten Liga, der FC Wiel, der eine super Saison in der Nationalliga B spielt bislang. Aber natürlich nicht auf der Höhe des Vizemeisters, des regulären Saisonmeisters der letzten Saison, des letzten echten Meisters im Schweizer Frauenfußballs, des letzten Normalsaisonmeisters ohne Playoffs. Und das merkt man dann halt schon. Natalia Spalti spielt souverän, macht gute Spiele und will sich natürlich empfehlen für eine neue Nationaltrainerin. Wer das ist, wissen wir noch nicht, sollte aber in den nächsten Tagen und Wochen kommuniziert werden. Barbara Bösch, sie ist durch. Bösch, traut sie sich. Bösch, probiert zum Droh. Macht die Träume zunichte. Laura Droh. Hat kein Herz für den Nationalliga B-Verein. Barbara Bösch ist die Beste auf dem Platz. Mit Abstand für den FC Wiel. Und ist geklärt.
Clermont. Clermont sucht die Tiefe. Abseits von Berti gepfiffen. Noch 5 Minuten reguläre Spielzeit hier. Ich erinnere euch, morgen sind wir wieder live. Aus Winterthur zeigen wir euch das Duell zwischen dem FC Wiel und Winterthur und den Young Boys. Also Erstligist gegen Women's Super League Verein. Abseits das Zuhause des Schweizer Frauenfußballs und das Live-Zuhause des Schweizer Cup der Frauen. Wir probieren jedes Spiel, das man zeigen kann, zu zeigen. Und das ist Padilla, die legt ab. Chance für Tuffaut, aber geklärt. In letzter Instanz von Hollenstein war es, glaube ich. Clermont, Thais Hurni. Hurni spielt ab für Mendes. Ah, der Kopfball von Burma am Tor vorbei. Daina Burma, keine Torjägerin, auch wenn sie ab und zu trifft. Burma, schade, schade, schade. Gut gearbeitet hier und Chance für Serrano, Mistelf. Okay, gibt keinen Elfmeter, auch gut. 1:7. 87 Minuten gespielt. Spalti. Scherer. Kaufmann. Clermont. Maëva Clermont. Profi aus Frankreich. Sehr, sehr erfahrene Mittelfeldspielerin Maëva Clermont. Der macht man nichts mehr vor. Wurde letzte Woche 30. Clermont sollte mehr oder weniger Sandy Mandli-Ersatz sein, aber eine zweite Sandy Mandli, die findest du nicht. Die gibt es nicht. Es gibt nur eine Sandy Mandli und zwei Rudi Völler. Und Tor! Natalia Bidas-Padilla mit dem Hattrick! Hattrick für Padilla! Servette ist gnadenlos. Servette schlägt 8:1. Und es könnte noch ein paar Momente mehr geben. Flanke von Monika Mendes. Natalia Padilla allein auf dem Elfmeterpunkt. Trifft Natalia Padilla. Spanisch-polnische Doppelbürgerin, ausgebildet in Sevilla. Nationalspielerin von Polen, aber schießt ihre Tore in der dritten Saison für Servette. Laura Dro, Natalia Spalti. Hattrick von Padilla, zwei Tore von Korhonen. Ich glaube, Severac kann heute mit seinen Mittelstürmerinnen zufrieden sein. Laura Tuffaut will auch noch ein bisschen mitmachen, aber Steinemann klärt zum Eckball. Korhonen zweimal, Padilla dreimal, Serrano einmal, Nadine Scherer einmal ins eigene Tor und der letzte Treffer von, wer hat das 4:1, 5:1 erzielt? Das habe ich jetzt vergessen. Naja. Nicht weiter tragisch. Berti geht zu Boden, Schiedsrichter will nichts gesehen haben. Lemmler hatte also zum 1:1 getroffen, aber dann
hieß es nur noch Servet. Servet kam und traf. Moron war es noch. Moron mit dem 1:0, das 1:1 kam durch Fabian Lemmler. Dann sahen wir ein Tor von Korhonen, ein Eigentor von Nadine Scherer. Nadine Scherer, glaube ich, ja. Dann Korhonen zum 4:1. Padilla zum 5:1, 6:1 mit Serrano. Padilla zum 7:1 und das 8:1. Jetzt auch durch Padilla. Padilla also mit dem Hattrick. Alisperti empfiehlt sich weiterhin. Probiert es direkt. Geblockt. Clemaron. Schön gemacht von Berti. Berti, gut der Lob, aber Steinemann ist dazwischen. Guter Moment mit Spalti. Powerplay für das Heimteam. Wir sind in der Nachspielzeit. Die Flanke, sie kommt und Padilla haut übers Tor. Sie will mehr, Natalia Padilla. Sie will noch einen vierten, aber den Poker, den gibt man ihr heute nicht mehr. Wiel hat sich gut geschlagen über die erste Stunde. In gewissen Momenten frecher als viele Women's Super League Teams gegen Servet. Mutiger, aber der Qualitätsunterschied, der war da und den hat man dann auch bemerkt. Vor allem zwischen den Räumen. Und auch hier Chance, Burma alleine, Burma trifft! 9:1! Daina Burma, und das ist der Schlussstrich hier. Daina Burma trifft also zum 9:1. Daina Burma holt sich also doch noch einen Treffer. Gute Arbeit. Padilla mit der Hacke. Nein, gibt's normal ab. Und Daina Burma alleine. Vorsprecher. Gnadenlos. 9:1 siegt also Servet, nachdem Wiel hier die Menge zum Toben brachte. Volles Haus auf der Haupttribüne. Alle jubelten. Fabian Lemmlers 1:1 zu, aber dann ging es schnell. Korhonen traf zweimal, Padilla traf zweimal, ein Eigentor von Nadine Scherer, Moron hat getroffen, Burma hat getroffen und auch Paula Serrano im sechsten Anlauf. Und deshalb siegt Servet mit 1:0. Wir sind morgen wieder für euch da im Cup. Wir zeigen euch Winterthur gegen die Young Boys. Seid dabei, das um 14 Uhr. Für heute war es das von mir. Vergesst nicht, uns zu abonnieren hier auf YouTube, aber auch auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf Soundcloud und auf Spotify. Ich danke euch und wünsche noch einen schönen, schönen Abend. Tschüss zusammen.